aus Freude am Glauben. So lautet das Motto der diesjährigen Willibaldswoche, zu der ich Sie Anfang Juli, liebe Schwestern und Brüder, nach Eichstätt in den Dom an das Grab des heiligen Willibald, unseres Bistumspatrons, einladen möchte. Freude, woraus entsteht Freude? Wenn ich in mein Leben blicke, dann spüre ich, dass Freude mir vor allem dort zuwächst, wo sich echte Begegnung ereignet. Freude am Glauben entsteht dort, wo Begegnung geschieht. Begegnung mit Gott, Begegnung mit den Schwestern und Brüdern, Begegnung auch mit unserer Glaubensgeschichte. Nur der, der weiß, wo er herkommt, hat auch eine Zukunft. So ist es gut, wenn wir uns am Grab des heiligen Willibald, am Grab unserer Glaubensgeschichte versammeln, um Mut für den Weg in die Zukunft zu schöpfen. Als 81. Nachfolger des heiligen Willibald würde ich mich sehr freuen, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich Sie am 3. Juli, am Willibaldsonntag, als Pilger zahlreich im Dom begrüßen dürfte, zur gemeinsamen Feier der Eucharistie. Die Willibaldsfestwoche beenden wir in diesem Jahr mit dem großen Verbändetag. Auch dazu möchte ich Sie einladen. Kommen Sie nach Eichstätt, feiern wir gemeinsam unseren Glauben aus Freude am Glauben.